Wir haben immer noch nur ein Werkzeug. Ja. Oder wie viel... Moment, wir müssen schauen, wie viel von diesen Metallröhren wir haben. Das ist eigentlich das Dringlichere. Und davon haben wir genug. Kohle haben wir auch genug. Wahrscheinlich werden die Metallröhren nicht so gut produziert, weil Kohle, weil Eisen fehlt. Behaupte ich fast mal. Das heißt, wir können gleich noch einen Werkzeugmacher erstellen. Aber ich möchte zuerst einmal hier noch eine Eisenerzmine produzieren. Weil die hier kostet 3 Werkzeuge. Na toll. Machen wir zuerst die hier. Wir haben noch ein paar Metallröhren. Dann machen wir die aber auch direkt hier dran. Und dann machen wir hier eine Straße dazwischen. So. Zack. Produziert Werkzeuge. Ha, ha, ha. So, da habt das. Jetzt produzieren wir viel schneller Werkzeuge, auch wenn der erst auf 10% läuft. Das pendelt sich schon wieder ein. Und wir brauchen eine neue Wetterkontrollstation und ein neues Windrad. Oh, na gut, warten wir erstmal. Biokost haben wir auf alle Fälle gerade genug. Was ist eine maximale Lagerkapazität? Also 110 etwa wahrscheinlich. Genau, dich können wir doch direkt aufwerten. Ha! Dann haben wir nämlich hier größere Lagerchancen. Du produzierst und produzierst. Ein Werkzeug. Mann, dauert das lang. So, minus 19 Energiebilanz. Wie sieht's hier aus? And nothing, Biokost matters. Der hat 21 und das Schiff kommt wieder. Warte mal, der andere verbraucht 20 und der produziert nur gerade um 20. Das ist etwas wenig, das ist wirklich sehr wenig. Aber das ist ausgeglichen. Naja gut, der eine verbraucht 20 und er liefert 26. Wenn das hier noch ein bisschen viel höher geht, dann baue ich von jedem noch eins und einen weiteren Macher. Nicht jetzt. Ich bin ja, in einer dringenden Angelegenheit. Du bist in einer dringenden Angelegenheit unterwegs, schon klar. Wir haben hier genug Werkzeuge für die Eisenmine. Dann nehmen wir das doch. Was wollte ich denn jetzt? Die Eisenmine für die Werkzeuge, da. Nein, die Eisenmine. Genau. Energieversorgung mangelhaft. Ich weiß, ich weiß. Aber wir haben 4 Werkzeuge. So, dann bauen wir eben ein weiteres Kraftwerk. Wir haben ja extra Windkraftwerk. Haben wir nicht die Wasser? Nee. Schön, und jetzt Wetterkontrollstation. Damit wir auch schön umweltschonend bleiben. Im Fluss kann ich ja leider keine bauen. So. Jetzt ist nämlich die Ökobilanz auch wieder halbwegs in Ordnung immer noch. Und die Energie ist bei 12. So. Damit bin ich zufrieden. Minus 6. Besser wird's wohl nicht. Also, genau, wir haben Chips, wir haben, was mussten wir dafür abbauen? Kupfer und Sand. Dann bauen wir ein zweites, einen zweiten Chiphersteller.
Nicht genügend Baumaterial. Ich habe extra noch einen Werkzeugmacher gebaut. Jetzt mach mal hinne. Ich hätte nicht so viel aufstufen lassen sollen, ey. Weißt du was? Das geht mir auf den Senkel. Wir haben genug Geld. Wir fahren jetzt zu Mrs. Green und holen uns. Ja, ja, ich brauche die Hilfe der Eden Initiative. So, die Eden Initiative wird mir nämlich gleich Werkzeuge verkaufen. 25 von Biokost. Und schafft man noch 26, bevor er auflädt? 26 haben wir geschafft. Oh, Reis ist runtergegangen. Warum geht der Reis so drastisch runter? Nicht nachdenken, handeln. Oder so ähnlich. Oder hieß es nachdenken und handeln? Nicht im Baubereich, warte mal. Nicht genügend Baum. Oh nein. Na gut. Die können zumindest schon mal Reis produzieren. Das ist ja erstmal was. Hast die Eden Initiative. Willst mal das an. Brauchst du die Hilfe der Eden? Schön, dich zu sehen. Die Organisation dankt. Bist geschäftlich hier, hm? So, gib mir alles, was du hast. Baby. Gut, dann tun wir hier nämlich auch nochmal ein Werkzeug Hand hin. Hand drauf. Ja, ja. Hand drauf. Gebäudeunterhalt minus 900, Steuereinnahmen 1390, Militärunterhalt 30 und Fahrzeugunterhalt 20. Das ist knapp. Ach, du bist da. Wir bauen ein Warendepot. Um hier den nächsten bauen zu können. So. Was zur... So, jetzt aber. Das ist doch ein Warendepot, verfluchter Mist. Na gut, dann ist hier eben nur eins. Kommst hinterher. Wie sieht's hier? Was ist das? Schmelzwerk. Wir haben zu viel von dem Zeug. Dann transportieren wir dieses Zeug hier weg. Bauzellen. 120 haben wir davon. Ha. Mikrochip-Hersteller. Dann bauen wir davon noch einen. Wie ich eben sagte. Und hiervon einen. So, dann haben wir nämlich ein paar Bauzellen auf dieser Insel. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Wie sieht's denn hier aus mit... Gut, die haben eine signifikante Steigerung. Ich denke, sicherheitshalber baue ich hier nochmal einen Salatbot hin. Sicher ist sicher. Und wenn sich das jetzt schön beruhigt hat, ja, dann bauen wir nämlich auch noch mal so ein Biokost-Ding, damit das Ganze dann etwas größer produziert wird. Denn ich habe keine Lust, dass das uns nachher das Genick bricht. Gerade bei so Grunddingern. Dass der Salat so drastisch runtergeht, nachdem ich eine Salatfabrik gebaut habe, versteht auch keiner, oder? So, 19. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir bauen einfach einen und bauen dann noch Salat dahinterher. Einen Salat noch. Besser als nichts, wenn man schon kein Fleisch haben kann. Das ist der einzige Nachteil mit der Eden Initiative, nicht wahr? SAAT hat hunderte. Ja, SAAT hat hunderte. Was auch immer. Es passt. So. Was zur Hölle? Darf das gehandelt werden oder was? Ach so. Deswegen. Oh, da müssen wir aber aufpassen jetzt. Ob das passt. Ob das nicht zu knapp wird, ist die Frage. Sonst muss ich halt noch einen Salatpot bauen, aber... ja. Okay, der hat schon mal drei. Der hat einen erst... Neuen Salat. Okay, das sieht aus, als würde sich stabilisieren. Das sieht gut aus. Okay, was können wir denn noch machen? Wie sieht es denn mit dem Fisch aus hier inzwischen? Okay, Fisch sieht gut aus. Was wollten wir noch machen? Genau, wir wollten ja hier, wo wir jetzt Eisen, hat sich das... Nein. Eine Ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Was? Datenlog. Definiert die maximale Ware auf der Insel. Gerät das Verhältnis Waren und Warenverbrauch aus dem Gleichgewicht, hat das schwerwiegende Konsequenzen für die Wirtschaft. Ich hoffe, dass Ihnen ein Zusammenhang dabei hilft, die richtige, Zentrallage erweitern. Handelsposten ausweiten. Hafenlager ausbauen. Ja, aber das habe ich doch alles gemacht. Als Hafengebäude werden diese an der Küste oder am Hafenbecken errichtet. Moment, heißt das, ich kann Hafenlager bauen, Reparaturdock, Hafenbehörde, Kontor. Ich weiß nicht, was die meint. So, das produziert und produziert. Was wollte ich jetzt machen? Läuft das denn an? Das Spiel wird gespeichert. Sehr schön. Das spielen wir schon so lange. Genau, ich wollte schauen, das funktioniert. Das ist eigentlich ausgeglichen. Dann brauchen wir eigentlich keine weitere Röhrenproduktion. Werkzeug haben wir jetzt genug da auf jeden Fall. Genau, wie sieht das aus mit Mikrochips? Haben wir auf jeden Fall da. Waren.
Bin ich blind? Ach, da. 8 Stück. Na, bei der Produktion. Sand und Kupfer haben wir auf alle Fälle genug da. Und Mikrochips werden immer mehr. Dann brauchen wir noch einen zweiten. Dann bauen wir doch das hier. Gut.